Hallo und herzlich willkommen zurück zur Approximation mit Fourierreihen. Ja, letztes Mal haben wir uns Faltung angeguckt für LP-Funktionen. Das heißt, wir haben uns hingesetzt und haben mal begründet, warum ich diese gleiche Faltungsdefinition auch sinnvoll hinschreiben kann für eine LP-Funktion. Natürlich retten wir nicht mehr die Tatsache, dass G Stern F unbedingt L1 ist, ne? Aber wir kriegen es zumindest für LP raus. Gut. Genau, der Beweis war halt im Wesentlichen nochmal so eine Rekapitulation an ein Ergebnis aus den Grundlagen, nämlich an diese komischen Normabschätzungen für Integraloperatoren. Jetzt brauchen wir eine andere Erinnerung an die Grundlagen, nämlich die Banach-Algebren. Denn wir wollen nämlich jetzt hinschreiben, begründen, eigentlich sogar beweisen, dass die Menge L1 minus PP zusammen mit der Faltung eine Banach-Algebra ist. Kommutativ, aber kein Einzelelement. Jetzt ist das Problem, die Definition, die wir in der GFA gegeben haben, die hat vorausgesetzt, dass wir ein Einzelelement haben. Das ist halt so nicht ganz richtig. Also im Prinzip ist es so, dass Banach-Algebren eigentlich definiert werden, ohne dass wir fordern, dass es ein Einzelelement gibt, weil das Einzelelement ist halt nur optional. Ist halt eine Begriffsbildungssache. Ich habe dann auch damals geschrieben, wir interessieren uns im Folgenden nur für Banach-Algebren mit Einzelelement, was bei der Definition vollkommen redundanter Schwachsinn ist. Aber wir wollen es jetzt ein bisschen aufweichen. Wir wollen halt sagen, okay, eine Banach-Algebra ist effektiv eine Struktur. Banach-Raum musst du haben. Eine Multiplikation muss sie haben. Assoziativ-Distributivitätsgesetze muss sie haben. Sie muss verträglich mit den Operationen sein, also diese Multiplikation. Sie muss subadditiv sein, submultiplikativ, Entschuldigung. Aber sie muss nicht zwingend kommutativ sein und sie muss nicht zwingend ein Einzelelement haben. Ich möchte das trotzdem nochmal hinschreiben, weil ich glaube, das ist wichtig. Also, Erinnerung, die zweite GFA, was ist das? 15.1. Also eine Banach-Algebra ist ein Paar x-Punkt aus einem Banach-Raum x und einer, ja, man nennt sie Multiplikation. Punkt. Die nimmt sich zwei Elemente aus x und kommt wieder mit einem Element aus x raus. Diese Multiplikation erfüllt Assoziativ- und Distributivgesetz, also welche a, g und d, g erfüllt. Und für die zusätzlich noch gelten. Da kommen jetzt zwei Eigenschaften. Das erste, was ich gesagt hatte, war diese Verträglichkeit, nämlich wenn ich Alpha x nehme und dann mal y, ist das das gleiche, als wenn ich erst x nehme und dann mal Alpha y, ist das gleiche, als wenn ich Alpha nehme und dann erst x mal y vorher gerechnet habe. Für alle Alpha aus dem Grundkörper und für alle xy aus dem Banachraum. Und B2, das ist die Submultiplikativität. Wenn ich die Norm messe von xy bezüglich der Norm dieses Banachraums, dann ist das kleiner gleich als die Norm x in dem Banachraum mal die Norm y in dem Banachraum. Für alle xy aus x. So, das ist eine Banach-Algebra in unserem Sinne. Ist die Multiplikation zusätzlich multiplikativ, dann ist, heißt das einfach eine kommutative Banach-Algebra? Und gibt es ein Einzelelement? Also ein Element, das sozusagen, wenn ich das multipliziere, e mal x gleich x erfüllt, mit Norm 1, dann heißt das eine Banach-Algebra mit Einzelelement. Das möchte ich jetzt nicht nochmal hinschreiben, weil das steht halt auch drin. Das ist halt in diesem GFA die Eigenschaft B3. So, das brauchen wir jetzt.
Wichtig ist hier halt das Wort Banachergeber. Folgerung 4.8. L1 von minus Pi bis Pi mit der Faltung als Struktur, also das ist der Banachraum, das ist die Multiplikation, ist eine kommutative Banachalgebra. Aber ohne Einzelelement. So, jetzt muss man streng genommen anfangen nachzurechnen. Assoziativität, Distributivität, Kommutativität. Ich möchte hier skippen, weil das ist ellenlanges, stumpfes Nachrechnen, wo nichts passiert. Ne? Also, Assoziativgesetz, Distributivgesetz, Kommutativgesetz ist einfach nachrechnen. Und im Zweifel mal noch eine Substitution der Bauart. Wir schieben die Verschiebung t minus s in den anderen Faktor. So. Das Eigenschaft B1 ist damit durch. Ne? Also damit folgt auch sofort B1. B2 ergibt sich jetzt aus Satz 4,7. Ne? Denn Satz 4,7 sagte ja gerade, wenn ich Norm G multipliziert mit F nehme, also Banachalgebra spreche, eigentlich ist das eine Faltung, ist das kleiner gleich die Norm von F in dem Raum mal die Norm von G in dem Raum. Und dann müssen wir aufpassen. Jetzt stehen hier natürlich noch die gleichen, nee, hier stehen unterschiedliche Räume. Aber da stehen, sollen keine unterschiedlichen Räume stehen. So, sind ja beide auf X. Jetzt stehen aber oben unterschiedliche Räume. Da müssen wir uns jetzt an eine andere Bemerkung erinnern. Aus der GFA, und zwar eine, die so ein bisschen unmotiviert in Kapitel 3 rumschwirrt, weil die irgendwie nicht bewiesen wurde. Und zwar, es ist aber auch eine relativ wichtige Sache, also Erinnerung. Wenn wir wissen, Omega ist eine Teilmenge von Rn beschränkt. Und wir wissen, Q ist kleiner gleich P, dann ist LP Omega eine Teilmenge von LQ von Omega. Und wir wissen, die Norm F in der Q-Norm kleiner gleich als die von F in der LP-Norm. So, das ist immer so ein bisschen kontraintuitiv, weil eigentlich steht hier eine Inklusionsbeziehung. Aber man muss das folgendermaßen lesen. Wenn ich ein F in LP habe, dann sagt mir die Inklusion, F ist in LQ. Und wir wissen, dass die LP-Norm dann kleiner unendlich ist. Ja, das heißt, die Abschätzung hier, LQ kleiner gleich FLP, ist dann kleiner unendlich. Das heißt, das ist kleiner als unendlich. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht darauf eingehen, dass das unbewiesen ist in dem GFA-Kurs. Das war einfach damals so ein bisschen so der Dunning-Kruger-Effekt. Ne? Wenn du selber nicht siehst, dass etwas nicht offensichtlich ist, hältst du es für offensichtlich. Ja, und mittlerweile sehe ich einfach sowas und denke mir so, oder sollte man vielleicht mal mit der Hölderungleichung draufschlagen, ne, damit es klar ist, aber lassen wir das an der Stelle mal stehen. So, heißt aber jetzt bei uns konkret, wir haben hier einen beschränkten Fall. Nämlich wir haben hier Omega gleich minus Pi Pi. Sogar kompakt, also insbesondere beschränkt. Ne? Und wir haben G, was ist es? G in L1 und F in LP. So. So, und wir wissen, dass alles, was in LP ist, auch in LQ ist. Also wissen wir, dass F auch in L1 ist. Über dem beschränkten Omega. Ne? Und damit haben wir dann hier den gleichen Raum. Ne? Nämlich das L1. Und es geht ja auch um das L1. Also wir müssen es auf das L1 kriegen. Ne? Sonst ist das eine Nonsensaussage. Also B2 folgt aus Satz 4,7 in Kombination
mit GFA. Und das war Bemerkung 3.16. Schreibe ich hier auch nochmal dran. So, ne, wichtig hier, und das unterstreiche ich nochmal, das gilt wirklich nur, wenn ich auf beschränkten Mengen arbeite, auf unendlich großen Mengen, also nicht beschränkten Mengen, die beschränkten sind ja auch unendlich groß, je nachdem, in welchem Maß man misst, gilt das nicht im Allgemeinen. Na, da kann man es immer Gegenbeispiel konzentrieren, konstruieren. So, das heißt, in Kombination haben wir jetzt hier stehen, dass diese Menge L1 minus Pi Pi zusammen mit der Faltung eine Banach-Algebra ist. Eine kommutative. So, jetzt ist es so, dass wir noch zeigen müssten, betone schon mal den Konjunktiv, dass es keine 1, dass es kein 1-Element gibt. Jetzt ist das Problem, das ist gar nicht so einfach. Da braucht man viel, viel technischen Vorlauf. Denn was müsste ich im Prinzip zeigen? Ich muss zeigen, dass es keine einzige L1-Funktion gibt, die, wenn ich sie mit einer anderen Funktion falte, diese Funktion ergibt. So, der Punkt ist, es gäbe ein Funktional, was das tut, nämlich das Dirac-Funktional. Das Problem ist, das Dirac-Funktional ist keine Funktion, sondern das ist ein Funktional, eine Distribution, um genau zu sein. Wenn ich Faltung von Distributionen betrachten würde, ginge das. Weil dann könnte ich ja einfach mit der Dirac-Funktion, mit dem Dirac-Funktional falten. Aber zu zeigen, dass es keine Funktion gibt, die dasselbe tut, ist hochgradig schwierig. Deswegen verzichten wir hier auf den Beweis. Der ist aber nachzulesen in dem mengentheoretische Topologiebuch von Querenburg. Und da sollten vielleicht dann auch die Alarmglocken klingeln. Wenn man solche Sachen aus dem Topologiebuch zieht, sind die Beweise in der Regel wirklich interessant. Ne? Deshalb lassen wir es hier an der Stelle dabei zu sagen, es geht nicht. Und man könnte es durch die Distribution retten. Ne? Aber ich möchte den formalen Nachweis weglassen, weil sonst sprengt das allen Rahmen. Da müssten wir jetzt erstmal 6 Folgen Theorie aufbauen. Da müssten wir 3 Folgen den Satz formulieren und da müssten wir 3 Folgen den Satz beweisen und haben aber am Ende nichts gewonnen. Also Nachweis, kein 1-Element. Querenburg. Und das ist Nummer 19.30. Jetzt muss man allerdings, wenn man das liest, sich auch nicht wundern. Da steht dann nicht, dass der L1 von minus Pi Pi und die Faltung kein 1-Element hat, sondern da steht halt drin, die und die Raumklasse sind Banach-Algebren ohne 1-Element. Und da muss man sich überlegen, dass L1 von minus Pi Pi mit der Faltung in die Raumklasse fällt. Also da kommt wirklich viel zusammen. Ne? Deswegen, es ist aus gutem Grund hier verzichtet. Gut. So, jetzt habe ich gerade gesagt, dass man dieses 1-Element distributionell realisieren könnte, indem man nämlich sagt, man nimmt das Dirac-Funktional und faltet mit dem. Problem, wie gesagt, das Ding ist keine Funktion. Aber wir haben auch gesagt, okay, in der Bemerkung davor, unsere Delta, also unsere Dirac-Folge approximiert ja das Delta, das Dirac-Funktional, das Delta 0. Und das kann man hier tatsächlich retten. Man kann sagen, diese Forderung nach der Existenz eines 1-Elements können wir partiell ersetzen, indem wir uns anschauen, was passiert denn, wenn ich das f mit den Delta n von so einer Dirac-Folge falte. Konvergiert das vielleicht gegen das f und wenn ja, in welcher Norm? Und wir werden tatsächlich rausfinden, ja, und zwar in einer schönen Norm. Ihr könnt ja mal vielleicht vorgreifen zur nächsten Woche, wenn ihr Lust, Zeit, liebe Laune habt, vielleicht entweder mal recherchieren oder euch selber die Frage stellen. Wenn ich eine Dirac-Folge habe, Delta n in C2 Pi, und ich gebe einen p zwischen 1 und unendlich vor, 1 darf, unendlich nicht. Und ich nehme ein f in LP von minus Pi bis Pi.
In welcher Norm kann ich dann eine Abschätzung erreichen, f minus Delta n gefaltet f, also f minus und dann in Klammern Delta n gefaltet f, Klammer zu, sodass diese gegen 0 geht. Also der Grenzübergang oder die Abschätzung kleiner gleich Epsilon. Ne, für alle Epsilon größer 0. Ist eine interessante Frage. Es sollten ein paar Normen in den Kopf kommen, aber ne, könnt ihr einmal drüber nachdenken. Das werden wir auf jeden Fall nächste Folge beantworten. Gut, dann bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, habt eine schöne Zeit. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss.